Beim Arzt haben wir ja immer grundsätzlich ein besonderes Abrechnungssystem, dadurch, dass natürlich viele Ärzte mit der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen, die Zahlungsströme auch versetzt verlaufen. Also man bekommt nicht immer das, was man erarbeitet hat, auch teilweise ja zeitversetzt, weil es Abschläge gibt und. Das wird aber, glaube ich, damit berücksichtigt. Und vielleicht noch mal als Hinweis für unsere Zuschauer und Zuhörer, an der Stelle immer wichtig, auch mit Experten, Steuerberatern zu arbeiten, die sich im ärztlichen Segment auskennen und die dieses Thema auch gut handeln können, gut buchen können, in Anführungsstrichen, und nicht fragen, Mensch, du hast doch mir ja ganz andere Zahlen geliefert, warum kriegst du denn hier weniger, als wir eigentlich vorher besprochen haben. Eine Sache noch, die mich interessiert, ich habe mal gelesen, dass ein Unternehmer im Durchschnitt, und das gilt jetzt zunächst für alle Unternehmer, sich im Monat rund 15 bis 20 Minuten mit seinen Zahlen beschäftigt. Ja. Das ist ja relativ wenig. Also wenn ich mir vorstelle, das ist wahrscheinlich genau das. Ich bekomme als mittelständischer Unternehmer oder auch als kleinerer unternehmerischer Betrieb meine Zahlen von meinem Steuerberater, gucke auf einmal auf meine BWA und sehe, okay, ist alles gut, ich lege sie ab und nächsten Monat mache ich das Gleiche. Im besten Fall hefte ich es noch irgendwo hin. Also, aber das aktive Auseinandersetzen mit diesen Zahlen, also mal zu gucken tatsächlich, was verbirgt sich dahinter, das wäre ja lohnenswert. Was würden Sie sagen, so vom zeitlichen Aufwand her, was sollte ich in der Woche für eine Zeit investieren, damit ich ungefähr einen Überblick habe? Also da sprechen Sie schon ein heikles Thema an. Ja, also wenn ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Darum sitzen wir hier. Okay. Ich sage das jetzt ganz bewusst als rein subjektive Einschätzung, die völlig falsch liegen kann, aber ich bin ja seit 20 Jahren am Markt mit dem Geschäft. Ich rede viel mit Steuerberatern auch, mit Unternehmensführern. Also diese monatlichen Auswertungen, die BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung, die uns zeigt, ob Gewinn oder Verlust entstanden ist. Also gefühlt habe ich manchmal das Gefühl, 70-80% dieser Auswertungen landen ungelesen im Aktenordner, sagen wir mal so. Und tatsächlich ist die Auseinandersetzung auf Geschäftsführungsebene damit bundesweit gesprochen meines Erachtens viel zu gering. Das heißt aber nicht, dass das jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das kann ja wohl nicht sein, ich gucke mir das immer intensiv ein. Natürlich, es gibt viele, die sich das intensiv anschauen und das sehr professionell machen. Überhaupt keine Frage. Ich rede jetzt so von der gesamten Tendenz, die ich jetzt in den letzten 20 Jahren bundesweit am Markt generell gefunden habe. Ja. Oft bestehen Ängste vor dem Thema, was man nachvollziehen kann, weil es ja erstmal sehr kompliziert erscheint. Dann erscheint es sehr aufwendig, das zu lernen, weil man halt bisher immer denkt, ich muss die ganzen Gesetze lernen. Ich dachte ja vorhin, das ist eigentlich nicht nötig. Dafür hat man die Profis. Mhm. Und dann denkt man als Drittes, bis ich das gelernt habe und das verstanden habe, und dann muss ich da noch im Detail mich damit auseinandersetzen, das kostet mich zu viel Zeit. Wenn man nur dieses Grundprinzip versteht und weiß, was die Auswertungen nachher wirklich bedeuten und ein bisschen Training drin hat, dann ist man im Monat durch die BWA einigermaßen sorgfältig schon in einer halben Stunde durch. Okay. Also als Tipp ich greife kurz auf, als Tipp würde das bedeuten, 30 Minuten, was haben Sie gesagt, in der Woche oder im Monat? Im Monat würde ich mal 30 Minuten das mal in Ruhe durchschauen, damit ist die Arbeit nicht erledigt. Wenn Sie da durchschauen und Sie sagen, alles wunderbar und so, wie wir es erwartet haben, ja, vielleicht haben wir sogar im Idealfall eine Vorplanung gehabt, wie es aussehen soll, dann ist das gut. Und dann können Sie dann immer noch Ihr Controlling oder Ihre Spezialisten dran setzen, um mal tiefer reinzugucken. Sie haben aber die entscheidenden Grobinformationen für sich. Mhm. Am Anfang dauert das länger, bis Sie im Training sind. Wenn Sie Auffälligkeiten haben, Schwierigkeiten im Unternehmen oder in der Praxis, Sie müssen da tiefer rein. Da gibt es einen sogenannten Wertenachweis, der noch zeigt, was dahinter steckt in diesen einzelnen Positionen. Dann kann es schon mal aufwendiger werden. Aber vergessen Sie nie, das ist alles zeitsparender und billiger, als diese Probleme einfach laufen zu lassen. Okay. Man muss immer auch sehen, wenn ich mich damit professionell auseinandersetze und das steuere und das schnell im Griff habe, dann spare ich eine Menge Zeit und dann spare ich eine Menge Geld. Ja. Das wird oft unterschätzt, der Nutzen, der da drin steckt. Also letztendlich bedeutet das, ich muss meine BWA so ein bisschen als Planungstool, nenne ich es jetzt mal, sehen, für die Zukunft, mit der ich dann,
Ich versuch's mal zu beschreiben, in der ich dann Handlungen in der Zukunft voraussehen kann, weil ich die aktiven oder beziehungsweise die monatlichen Zahlen sehe und denke, ja, ich kann in der Zukunft investieren, ich muss in der Zukunft anderes Personal einteilen, ich muss vielleicht in der Zukunft einen Kredit aufnehmen oder ich kann einen Kredit ablösen oder. Also ich kann tatsächlich mit diesem Thema aktiv planen und damit Handlungen in der Zukunft voraussehen und damit ja, das machen was oder das schaffen, was uns ja allen immer sehr, sehr wichtig ist, das Thema Sicherheit. Also Sicherheit für die Zukunft und Sicherheit in einem Unternehmen, ja, dass wachsen soll und auch in der Zukunft Stabilität bringen soll. Denn auch der Arzt hat ja sehr viel soziale Verantwortung. Also er hat Mitarbeiter, sehr häufig Familie und. Also da hängt ja sehr, sehr viele, hängen sehr, sehr viele emotionale Themen hinter, ne? Absolut. Also Planung ist grundsätzlich immer gut, ist ein eigenes Thema. Da zucken viele Leute, sagen, wie soll ich planen? Ich weiß ja gar nicht, was kommt, wie soll ich da planen? Ja? Und ich sage, das stimmt, aber deshalb sollen sie ja planen, weil wenn sie wüssten, was kommt, bräuchten sie nicht zu planen, dann wüssten sie es ja schon. Das ist ja gerade der Punkt, ob man die BWA als Tool nimmt, ja? Also oder eine Kostenrechnung oder eine Liquiditätsplanung oder eine Excel-Tabelle, wie es viele machen, wenn jemand plant, ist die Person schon extrem weit voraus am Markt. Das machen schon viele nicht. Ja. BWA, damit kann man gut planen, aber mein Tipp wäre, fangen Sie im ersten Jahr an, einfach nur mal die Ist-Werte aus der Vergangenheit, das, was Sie jeden Monat kriegen, aktuell zu analysieren. Mhm. Und wenn Sie das mal ein paar Monate lang gemacht haben, Sie sind da richtig gut drin, dann lassen Sie sich beraten, wie Sie darauf dann eine Planung aufbauen. Okay, ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Tipp, nämlich zu sagen, nicht zu viel auf einmal wollen und nicht denken, ich muss das Ganze jetzt sofort am Ende verstehen, sondern ich nutze einfach mal dann die BWA, die ich sowieso bekomme, um mal reinzuschauen und um vielleicht gezielt mir vielleicht auch Fragen zu notieren und dann mehr und mehr Thema wachsen. Und wenn es dann tatsächlich 5 bis 10 Minuten in der Woche sind, dann bin ich am Monatsende auf Ihren 30 beziehungsweise 40 Minuten und bin dann sehr gut vorbereitet. Also nicht zu viel auf einmal wollen, jetzt alles sofort in die Tiefe verstehen wollen, sondern mit kleinen Schritten einfach, aber kontinuierlich. Wäre das eine Idee? Ja, absolut. Kleine Schritte und Sie müssen nicht alles auf einmal und oft merken Sie schon, mit kleinen Schritten kommen Sie schon sehr weit. Sie müssen und vor allem gerade jetzt vielleicht bei Arztpraxen noch als Spezialität, Sie müssen gar nicht mal noch jede Woche so und so lange reinschauen, weil erstens kriegen Sie die Industrieunternehmen sowieso monatlich. Bei Ärzten macht es vielleicht erst quartalsmäßig Sinn, wenn die quartalsmäßigen Abrechnungen laufen. Das fragen Sie einen Steuerberater oder was Sie dafür richtig halten. Ja, da will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wenn Sie es in diesen Abständen machen, also in einem normalen Unternehmen monatlich, in der Arztpraxis vielleicht monatlich, aber vielleicht auch eher quartalsmäßig und sich dann einmal hinsetzen, das dann in Ruhe durchschauen, da ist dann schon viel gewonnen. Und dann, das ist schon gut. Und dann können Sie immer noch sehen, was Sie anschließend später noch zusätzlich machen. Okay, halte ich für einen ganz wertvollen Praxistipp zu sagen, setzen Sie sich hin, dann im Quartal oder einmal im Monat und kleine Schritte gehen und nicht zu viel auf einmal aus der BWA rausholen wollen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir haben schon knapp 23, 24 Minuten. Die Zeit vergeht. Okay, geht flott, ja. Ja, ich habe so zwei, drei Themen, die ich gerne noch ansprechen würde, bevor ich dann die Abschlussfrage stelle. Haben Sie noch einen oder vielleicht einen zweiten Tipp, wo Sie sagen, das ist wirklich wichtig? Einen haben wir jetzt gerade schon wirklich rausgestellt, langsam und immer ein bisschen. Aber gibt es noch was, wo Sie sagen, das wäre nochmal ein Tipp an den Arzt, an die Ärztin, das in die Praxis umzusetzen? Also vielleicht die erste Sache, ja, zwei Sachen eigentlich. Das eine, trainieren Sie die Denkweise, um den Unterschied zwischen Erfolg und Liquidität zu verstehen. Mhm. Erfolg ist Gewinne machen oder Verluste. Die Betriebswirtschaft spricht immer von Verlust, von Erfolg. Wenn wir Verluste haben, hatten wir halt einen negativen Jahreserfolg. Also Gewinn und Verlust einerseits oder Geldfluss, Liquidität andererseits. Das kann massiv auseinanderfallen, will sich wiederholen. Wir hatten ja vorhin bei den Abschreibungen schon das Beispiel. Ne? Wir werden ärmer, aber da fließt kein Geld weg. Oder der Kredit, da fließt viel Geld rein, aber wir werden nicht reicher. Mhm. Also bei den Abschreibungen eine Erfolgswirkung, ärmer werden, haben aber keine Liquiditätswirkung, es fließt kein Geld ab. Mhm. Beim Kredit haben wir eine Liquiditätswirkung, es fließt Geld rein, aber wir werden nicht reicher, wir haben keine Erfolgswirkung, weil wir haben ja auch mehr Schulden an der Bank. Okay. Und diese Denkweise, weil Gewinn und Liquidität oft auseinander, oder Erfolg und Liquidität oft sehr weit auseinanderfallen können, ist es wichtig, diese Unterscheidung zu verstehen. Also das würde ich trainieren.
Das würde ich mir erklären lassen, bei jedem Geschäftsvorfall mal überlegen, ist der jetzt gewinnwirksam, ist der liquiditätswirksam, beides oder nichts davon. Das wäre der eine Tipp. Und der zweite Tipp, schauen Sie immer regelmäßig auf Ihre Entnahmen. Also das, was Sie, und jetzt sind wir extrem bei der Liquidität, was Sie jeden Monat an Liquidität aus der Praxis herausnehmen, weil Sie leben müssen, ja, weil Sie einfach Sachen zu bezahlen haben. Also diese Trennung erfolgt Liquidität und die Kontrolle der Entnahmen, die man macht. Das wären so die ersten Schritte, wo ich mal hinschauen würde. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Die größten Positionen bei dem Arzt oder bei der Ärztin innerhalb der Praxis oder drei großen Positionen ist einmal immer das Thema Personal. Innerhalb der Kostenseite. Das zweite ist meist das Thema Raum, also die Praxismiete, die ich bezahlen muss, gegebenenfalls. Habe ich sie auch gekauft, beziehungsweise im besten Fall habe Sie Abschreibung? Ja, aber ich habe sie im privat gemacht. Also, ja, okay. Habe jemand aus der Familie gemacht. Und im dritten vielleicht noch das Thema an Kosten, wenn ich jetzt eine größere Laborgemeinschaft habe oder im Labor tätig bin, dass ich da noch höhere Kosten habe. Kann man auch aus diesen einfachen Zahlen eine Information ziehen? Also die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel Dinge auch miteinander vergleiche, also zu sagen, wo stehe ich denn am Markt und ist jetzt eine Quote Personal richtig oder falsch? Gibt es da irgendeine Aussage zu? Ja, in der Tat gibt es da Möglichkeiten, da fallen mir gleich mal zwei ein. Sie haben, soll ich das sagen, Sie haben eine betriebswirtschaftliche Auswertung vor sich liegen, eine BWA. Und da steht drin, wir hatten diesen Monat, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 10.000 Euro Personalaufwendung. Und jetzt steht da halt, ja, 10.000 Personal. Da steht aber nicht im Detail in dieser BWA drin, was ist denn das eigentlich genau? Wie setzt sich das zusammen? Ja? Und das ist die eine Frage, die man analysiert, da sage ich gleich was dazu. Und die zweite ist, dass man das vergleicht mit anderen Firmen, anderen Praxen, die ähnlich strukturiert sind. Kommen wir zunächst zur Analyse dieser BWA-Zeile, wo dann zum Beispiel drinsteht Personalaufwendungen 10.000. Diese Summe setzt sich zusammen aus verschiedenen sogenannten Salden von T-Konten. T-Konten sind Einrichtungen in der Buchhaltung, wo ich Werte drauf erfasse. Ja, da will ich nicht reingehen, aber da werden Wertveränderungen erfasst. Und jetzt kann es passieren, Sie haben Personalaufwendungen, Sie haben Gehälter, Sie haben Löhne, Sie haben krankheitsbedingte Dinge und so weiter. Und je nachdem, welche T-Konten in diese BWA-Position einfließen, addiert sich das auf und nur die Summe sehen Sie in der BWA. Genau. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie sich das detailliert gliedert, dann fragen Sie bei der Buchhaltung oder Steuerberatung nach dem Wertenachweis. Da sieht man genau, welche einzelnen T-Konten in diese Position eingeflossen sind und dann haben Sie es schon viel detaillierter. Ah, okay. Also ich muss nochmal hinter die Buchung schauen, um zu sehen, was ist tatsächlich gebucht, in Anführungsstrichen, und kann mir das dann von meinem Berater erklären lassen. Besonders erklären lassen. Okay.